Bhagavad Gita Einführung Entscheidungsfreiheit. Neben der Belehrung ist die Gita auch Selbstoffenbarung Gottes. Er ist unbegrenzt, allgegenwärtig und unbegreiflich. Gita 8.9. Er lässt die Urnatur Prakriti aus sich entstehen. 7.4. Befruchtet sie und aus ihr wird die uns umgebende Welt erschaffen. 10.8. 10.39. Gleichzeitig wohnt er im Herzen eines jeden Wesens. 18.61. Er empfängt letztlich alle Offenbarungen und Enthaltungen. 5.29, 9.24. Er versteht es, die Herzen zur Hingabe anzuspornen und erhört die Gebete selbst dann, wenn sie indirekt dargebracht werden. 7.21, 7.22. Durch Verehrung und Gebet entwickelt sich eine Beziehung zu ihm. Er kennt die innersten Wünsche der Wesen, 4.11, und gewährt vollkommene Entscheidungsfreiheit um der Liebe willen, 18.63. Da freier Wille uns die Möglichkeit der freien Entscheidung jedoch nicht zwangsläufig Weisheit beinhalten, handeln die Menschen entsprechend ihrem Verständnis der Welt. Die Suche nach Wahrhaftigkeit, Schönheit und Güte, aber auch der Einfluss von Irrtum, Gier, Neid und Begehren schaffen ein soziales Geflecht in der Welt, für das die Menschen verantwortlich sind. Die Macht dieser Neigungen, die nicht nur zwischenmenschlich wirksam werden, sondern bereits in dem einzelnen Menschen aufeinanderprallen, erzeugt immer wieder die Szenerie eines Kampfes zwischen Gut und Böse. Die Neigung, selbstisch anstatt selbstlos zu handeln, lebt im Menschen. Aufgrund der Schwäche unseres Herzens geben wir der Lüge und der Missgunst Raum. Sie sind Teil unseres Selbstverständnisses geworden. Wir betrachten sie als Verwandte und weigern uns, gegen sie anzutreten. Lieber streiten wir mit dem anderen, als die Auseinandersetzung mit unseren eigenen Schwächen zu führen. An diesem dramatischen Kampf nimmt Krishna innigen Anteil. 4.7, 18.64. Darum ist er auch bereit, den Wagen des um Hilfe bittenden Arjuna zu lenken und führt ihn sicher durch alle äußeren und inneren Konflikte. Er hilft, den niederen Verlangen zu widerstehen und ist grenzenlos gütig. 9.30. Seinem Einfluss sind keine Grenzen gesetzt und seine Liebe ist ebenfalls grenzenlos. Weil Krishna die Lebenswege der Menschen nicht diktiert, ist der Irrtum möglich. Geistige Entwicklung erwächst aus der Entscheidungsfreiheit, die jedem Individuum gegeben ist. Sie verlangt auch die Bereitschaft, sich mit Schwierigkeiten und Hindernissen auseinanderzusetzen. Die Lehre der Gita endet nicht in der Erkenntnis, dass Erlösung aus der Bindung an die materielle Natur möglich ist. Sie tritt für eine bewusste Widmung dem Höchsten gegenüber ein. 7.28, 18.65. Das Innewerden durch Begierden und Verlangen in das Gesetz von Ursache und Wirkung Karma verflochten zu sein. 3.36, 3.37. Provoziert den Wunsch nach Erlösung, nach Abwendung von dem erzeugten und erlebten Übel. Erlösung beinhaltet aber noch keine aktive, keine bewusste Hinwendung zu dem, der allein glänzt, dem alles andere nachglänzt und durch dessen Leuchten alles in Erscheinung tritt, wie es die Katha Upanishad ausdrückt. Von allen Übeln erlöst zu sein, bedeutet noch nicht,
die höchstmögliche Erfüllung, die dem Atmen zuteil werden kann. Dorthin lenkt die Gita die Aufmerksamkeit, wenn sie über das Freisein von Leid als endgültigem Ziel hinausgeht und auf das Erleben tiefer Beglückung und Freude hinweist. 10.9 Widmung und Hingabe sind dabei wesentlich und sie besitzen ihren eigenen Maßstab. 9.27 Sie sind universal gültig und nicht von der Geburt in einer bestimmten Gesellschaftsschicht, dem Geschlecht oder der Rasse eines Menschen abhängig. 4.11 Nach der Beschreibung der Gita sind alle Erscheinungen von dem einen durchdrungen. 10.20, 10.42, 11.38 Und das macht die Schöpfung bedeutungsvoll. Wie Grundwasser tritt die Anwesenheit des Göttlichen überall hervor. Das Einstellen des Tätigseins ist eine Möglichkeit, dem Gesetz von Ursache und Wirkung zu entgehen. Eine Beziehung zum Urgrund allen Seins in seinem persönlichen Aspekt kann dadurch aber nicht entstehen. Das Höchste ist auch die höchstmöglichste Vorstellung von Schönheit und es ist gleichsam der ästhetische Mittelpunkt der Schöpfung. Diese überweltliche Schönheit übt auf die nach Erkenntnis strebende Seele eine immerwährende Anziehungskraft, Akarshana Shakti, aus. Akarshana wird von der gleichen Sanskritwurzel Krish abgeleitet, wie das Wort Krishna.